Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Forest. So, hoffentlich auch die letzte Aufnahme solo. Aber schauen wir mal. So, ich werde jetzt erstmal fleißig was essen. So, Nams. Und nochmal was essen. Nams. Dann gehen wir einmal kurz raus. Oder hier, wir können ja eigentlich auch mal von der Schildkröte was trinken. Wozu haben wir sie denn da? So, das heißt, ich darf jetzt eigentlich auch nicht so viel Holz abholen. Und Mr. K, lass mich mal durch hier. Und ja, irgendwie, das regt mich auf. Es regt mich einfach nur auf. So, machen wir mal weiter an dem Turm. Machen wir erstmal da. Wir haben noch ein bisschen Stämmchen da. Das heißt, ich werde dann halt auch selbst nur Holz hacken gehen. Aber wir haben ja auch Kettensäge, also passt das. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die letzten Stämmchen da erstmal oben drauf verteilen. Das sieht hier mega weird aus. Aber okay. So, den kann ich ja schon mal wieder draufsetzen. Genauso wie den hier. Dann muss ich ja eigentlich auch noch irgendwie da ganz oben rauf. Weil ich muss ja dann auch irgendwie da... Ah, kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Das wird schon irgendwie passen hier, ne? Nicht, Mr. K? Komm, du sitzt hier eigentlich nur rum. Mach mal, Bowl. Geht Fisch und... Nee, Fisch, ja, könnte man machen, aber... Bei Stämmen habe ich jetzt irgendwie ein bisschen Angst. Mach Pause, bleib hier. Bau Feuer. Konstruktion, Absatz, Unterschlupf, nee, das ist mir irgendwie zu risikoreich jetzt hier mit allem. Holz haben wir noch voll, Steine sind noch voll, Fisch könnte ich ihn holen lassen, ja, aber, ja, ist halt auch so ein Ding, ne. So, jetzt muss ich ja erstmal hier gucken, dass ich hier irgendwie oben die Dinger fertig kriege, aber dann komme ich ja da gar nicht mehr hoch. Das ist ja auf einer Seite so ein klitzeklein bisschen problematisch. Na gut. Ja, muss ich mir irgendwie überlegen, dass ich da irgendwie hochkomme. Zur Not muss ich nochmal an der Seite was ansetzen. Aber mal schauen. Erstmal so viel oben schon mal verteilen, wie ich verteilen kann. Und ich habe gerade gedacht, ich habe Mutanten gesehen. Ja, hier ist jetzt quasi sozusagen, geht nicht mehr. Jetzt stehe ich auch selber schon in der Kreide. Und ich habe halt hier auch nur zwei. Ja, das wäre jetzt das nächste Problem. So, ich wollte ja jetzt auch eigentlich in die Richtung dann gehen. Aber gar nicht, ich müsste ja dann eigentlich von hier aus die Dinger noch erstmal hochsetzen und dann nachher abbauen. Also den kann ich jetzt noch hochkleben, das ist kein Problem. Da kann ich noch einen hinsetzen. Und da oben soll ja jetzt sozusagen die Hälfte rauf. Mal gucken, ob ich das von unten geworfen kriege. Kann man ja sagen. So, aber hier haben wir schon kein Holz mehr. Da ist noch ein Stamm. Und einen haben wir noch. Okay, das sind die letzten beiden Stämme. Das heißt, ich muss mir auch wieder Stämme besorgen. So, weil ich müsste den ja dann nachher auch hochsetzen. Dementsprechend. Damit wir das dann eigentlich hier auch, hier genauso ähnlich wie bei dem anderen bauen. Weil ich kann ja hier jetzt nicht keinen zwischensetzen. Aber ich kann hier die Plattform schon bauen. Dann drehen wir sie mal in die Richtung. So. Aber jetzt habe ich auch keine Stimme mehr. Ja, top. Das hilft mir jetzt nicht. So, ich habe hier noch einen Lederbeutel. Machen wir mal auf. Ja, nichts, was ich jetzt brauche. Ein kleiner Steinchen halt. 7, was habe ich hier noch? 30. Rotkugeln. Na, Flintenlaufgeschoss haben wir sogar 30 Stück noch. Aber für die Pistolen habe ich eigentlich keinen
wirklich einen Schuss mehr. Ich weiß noch nicht mehr, wie viel. Wäre halt noch cool, wenn man sehen könnte, dass man, wie viel man noch in der Pistole drin hat. An Magazin. Das wäre vielleicht noch cool. Vielleicht kommt es ja noch, ne? Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. So, was wollte ich jetzt hier noch im Inventar? Achso, Kettensäge. Ich wollte gucken, ob wir Kettensäge noch Energie haben. Ah, gut, zwei Balken hat die noch. Die machen wir jetzt nochmal alle. Das heißt, ich werde hier hinten nochmal die Bäumchen fällen. In der Hoffnung, dass sie alle schön runterrollen. So, weil das Problem ist ja mal wieder, ich habe keine Batterien. Das wäre halt noch so episch, wenn man in den Lederbeuteln. Hab ich mich jetzt erschrocken? Meine Fresse, kannst du mir doch nicht einfach so Hallo sagen? Okay. Aha. Hast du ihn erschossen? Nee, nicht ganz. Alter! Springt er auf mich zu! Okay. Hau ab, Mädel. Ich glaube, da ist jemand böse. Und in Jägerposition. Okay, gut. Fangen wir erstmal. Ich habe mich jetzt erschrocken. Kommt da plötzlich von hinten. Ganz ehrlich. Dude, das kannst du mir doch nicht antun. So, da hinten sind auch nochmal zwei. Die holen wir uns auch nochmal, bevor die ganz wegrollern. Eieieiei. Ja, manchmal ist es gut, wenn Virginia da ist. Mädel? Oder? Wolltest du haben, ja? Meine Stämme. Da wollte ich mir meinen Stamm klauen. Sag mal, ich glaube, ich spinne jetzt hier. Diebstahl am helllichten Tag. Da wollte ich mir den Stamm klauen. Okay. Da wollt ihr mir echt den Stamm klauen. Das ist jetzt schon wieder fassungslos hier. Also ich habe zwar gelesen, dass da ein bisschen. Ja. Kommen die denn jetzt her und warum klauen sie mir jetzt meine Holzstämme? Sag mal, spinnen die? Die haben ja jetzt wohl nicht mal alle Socken an der Latten hier. Die wollen mir meine Holzstämme klauen. Ich säge hier mit meiner letzten Batteriekraft, die ich noch besitze, die Stämme kaputt. Und die sammeln hier mir meine Stämme weg. Aber keiner von denen hat eine Ledertasche jetzt gedroppt, ne? Doch, hier ist einer. Meistens der Große hier, ne? Da. Das geht ja mal gar nicht. Ei. So, Kettensäge. Wir hassen. Oh. Blinkt schon. Na nee, gut, dann werden da nicht mehr viele möglich sein. Vielleicht zwei? Ja, auch keine Ahnung, wann die Kettensäge ausgeht. Hier sind sogar noch fast drei drin. Ja. Okay, jetzt ist alle. Jetzt macht er nicht mehr. Ja gut, da kann ich auch mit der Axt reinhauen jetzt hier. Gut, das heißt, Kettensäge ist jetzt endgültig leer.
Hab ich mich jetzt erschrocken. Und du bleibst auch tot. Haben wir gleich der nächste Große jetzt hier an. Ja, aha. Haben die mir vielleicht schon mal Stämme geklaut? Das wäre ja mega fies. Ich hoffe mal nicht. Meine Stämme. Meine Stämme. Alles meins. Gibt's doch nicht, da klauen die mir Stämme. Da kommen sie jetzt einfach so her. Wollen mich ärgern. Na, wartet. Euch mach ich platt. Der nächste Defensesturm, der wird hoffentlich funktionieren. Könnte auch sein, weil ich jetzt da ein bisschen weiter nach oben gegangen bin. Da oben war ja irgendwo die Stelle, wo wir festgenagelt worden sind. Weil jetzt sind ja jetzt auch Frauen mit dabei. Die waren ja sonst nie dabei. So wirklich. Und hier fallen schon die Blätter ab. So. Jetzt. Mal gucken, wie weit wir dann noch gleich mit dem Turm kommen, mit den letzten Stämmchen hier. War aber eine gute Idee, Virginia die ganze Zeit jetzt die Schrot zu geben. Die sollte ich mir aber nach dieser Folge nochmal wieder an mich nehmen. Weil dann dürften wir eigentlich auch wieder zu zweit sein. Hoffe ich mal. Wenn alles bis dato klappt. Geplant. Ne? Aber man weiß ja. So wie man es plant, so funktioniert das ja meistens nicht. Was ist denn eigentlich da vorne? Ach, sieh mal an, da vorne ist ein Zeltlager. Ist ja noch nicht mal so weit weg hier. Ich da vielleicht Seile habe? Ah, dann könnte ich ein paar Fallen aufstellen mehr, ne? Die geben momentan mehr Sicherheit als der Tower. Ich werde mal kurz gucken. Es ist ja noch nicht mal so weit weg. Das sieht man ja eigentlich schon beim Weiten. Mittlerweile, weil kein Wald mehr und so, ne? Oder ist das ein... Ich habe den Eingeborenen gesehen. Ja, hier waren wir schon. Hier ist sogar alles offen. Oder fast alles offen. Noch ein paar Flares. Eine Glühbirne. Ja, gut. Der geht auch ganz gechillt weiter. Na gut. Oh, Kamera um mich schmissen. Beim Essen machen wir hier jetzt nichts mehr. Aber hier ist kein Seil oder so. Ja, die Eingeborenen hatten eigentlich immer ganz gut viele Seile. Na gut. Nichts, was ich jetzt haben möchte. Ist auch wirklich nicht so weit weg. Weil wie gesagt, da vorne ist ja schon unsere Seilrutsche. Warum, ich wollte gerade sagen, warum wechselst du nicht zum Bogen? So, wieder aufstellen. Ja, das war der Schrotschuss. Der muss doch Game Over gewesen sein. So, hast du wieder so eine Tasche fallen lassen? Ja.
Die kommen aber in letzter Zeit ziemlich häufig, das macht mir Sorgen. Ich weiß, Forest-Mechanik ist, desto länger man lebt, desto stärker werden die Gegner, desto mehr kommen auch. Desto mehr man die Kannibalen provozieren soll. Ja, das war ja auch schon in den vorigen Forest-Teil so. Desto aggressiver greifen sie einen auch an. Das ist ja nicht das Problem. Deswegen sollte man gleich zu Anfang beschließen, Pazifismus oder nicht Pazifismus. Aber wir haben uns ja hier schon für den totalen Krieg entschieden, also. Ich hätte gerne nochmal Munition oder so. Aber ich glaube, war wieder seltenes Gut, was ich gekriegt habe. Stoff! Kann ich nicht einfach aus Stoff, ja, ich kann Mollys bauen. Tierhautrüstung oder Blätterrüstung. Na gut. So, haben wir jetzt noch irgendwelche Stämme jetzt hier oder war es das jetzt schon wieder mit den Stämmen? Glaube, das war schon wieder mit den Stämmen. Gut, dann haben wir wenigstens alle Stämme schon mal soweit hier wieder in regelkonformem Einsatz. So. Dann gucken wir mal, ob wir da hinten noch was ansetzen müssen. Ja, schade, dass da hinten keine Seile waren. Aha. Ja gut, man sieht, ne? Hoppala. Dass das eigentlich ganz gut klappt. Mit dem. Oh, die sind schon alle voll. Ja gut, das ist ja noch besser. Besser hätte ich mir das jetzt nicht erträumen lassen. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt hier auch ausreicht. Jetzt muss ich das ja hier nochmal ein bisschen größer bauen, damit ich das dann sozusagen auch nach oben ziehen kann. Dann nehmen wir erstmal die losen Dinger. Hier raus und packen die unten rein. Mr. K sitzt da schön, gemütlich. Passt. So, dann machen wir hier nochmal einen hin, dann machen wir hier einen drauf. Jetzt, nächste Runde. Jetzt, dann nehme ich hier nochmal einen mit und dann können wir jetzt schon aus den Holder wieder rausnehmen. Da ja schon wieder alle gesaved hier. Wunderbar. Muss nur gucken, dass ich den Tower hier irgendwie fertig kriege. Oben fehlt noch ein halber, sehe ich. Auf jeden Fall. Dann machen wir doch erstmal den halben drauf. Wenn er mich irgendwie lassen würde. Ah, jetzt. Gut, kommt da halbe runter. Nicht so weiter schlimm. Jetzt muss ich ja gucken, dass ich jetzt quasi hier einen noch oben drauf kriege. Geht das? Ja, dann schiebt er mir. Ja, dann mache ich erstmal so. Ich verlege mal kurz den hier unten rein. Muss er jetzt nach irgendwie nach oben ziehen können, ne? Also. Irgendwie möchte ich den nach oben ziehen. Und ich gucke nochmal hier, ob nochmal Essen irgendwie fertig geworden ist. Nee. Gut, dann einmal rausgegriffen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, es dürfte jetzt eigentlich auch kein Angriff mehr vonstatten kommen. Wir wurden ja jetzt eigentlich schon ziemlich malträtiert hier. So, dann muss ich ja da einen hinsetzen. Das dürfte vielleicht sogar hinhauen. Das wir machen unten die Base eigentlich ein bisschen nur größer. Und bauen das Ganze dann nachher ab. Wenn ich die halben da drin habe, dann dürfte das doch hinhauen. So Adam Riese mäßig. So, weil jetzt kann ich hier den halben hinsetzen. Jetzt brauche ich eigentlich nicht dich hier, sondern einen halben. Kann den doch schon da drunter klemmen, oder? Genau. So, jetzt kann ich das Ganze hier dann nachher abbauen. Muss es jetzt nur auf jeder Seite dann so machen. Das heißt, ich muss ja jetzt hier eigentlich auch einen hochschieben.
Gut, das ist jetzt ein halber. Das heißt, das ganze Zeug hier. Ich wollte gerade sagen, warum nimmt er ihn nicht mit? Reißen wir jetzt wieder ab. So geht das nicht. Weil ich genau den jetzt hier brauche, wo ich die ganze Zeit drauf laufe, ne? Kann ich nicht einfach so machen? Das müsste doch auch gehen. So auf ganz klug. Und nur gucken, dass ich hier irgendwie. Ja, die Dinger drauf kriege. Denn hier verbunden kriege. Ja, siehst du, passt doch. Jetzt brauche ich nur noch zwei weitere. Und oben wollen wir ja dann Plattform haben. Und ich hoffe mal, dass diese Plattform dann auch hoch genug ist. Da muss ich mir dann halt nur überlegen, ob ich sie von innen zumache. Aber ja, ich würde zumachen. Besser ist es. Sieht na auch besser aus. So, das heißt jetzt hier einmal hochgehopst. Hier drauf. So, und dann können wir einmal so. Und jetzt brauchen wir nur noch den halben, den ich hier unten platziert hatte. Und knicken den jetzt genauso da unter. So, der kann jetzt nicht mehr weg. Wunderbar. Jetzt machen wir hier einen hin. Machen da einen drauf. Und den auch schon wegnehmen. Das war jetzt nicht so klug, aber egal. Komme ich jetzt vielleicht von hier aus dann da drauf gesprungen? Ja, ja, ich weiß, das ist schön, aber das ist nicht das, was ich, das ist noch nicht fertig. So schön ist es noch nicht. So, dann kann ich den vielleicht schon mal rausnehmen. Den dorthin setzen, dann brauchen wir wieder einen halben. Kann ich den ja schon mal... Ne, eigentlich nicht. Den brauchen wir ja nochmal zum Hochbauen. So, das hier ist jetzt ein Dreiviertel. Das sind ja die, die dann unten reinkommen sollen. Das heißt, ich hole mir neue. Kann auch kompliziert bauen. Aber es passt. So, einmal hier. Uff. Machen wir hier wieder zu. Das heißt, einen stelle ich mir schon mal hin. Eigentlich muss ja hier auch wieder einer hin, weil sonst kriege ich den ja gar nicht so quer hoch. So, dich halbieren wir schon mal. Das ist zwar noch mal ein bisschen hier klettern, aber wunderbar. Dann kann der hier raus. Falsche Richtung. So, der kann auch raus. Der da drauf. Achso, ja. Ja. Durch dieses Rutschen kann ich hier gar nicht richtig abgreifen hier. So. Jetzt habe ich mich selbst runtergeschoben. Machen wir. Wenn, dann mache ich mir das jetzt ganz simpel. So. Dupdidupdidup. Halben. Ein Druff. Zum uns den hier. Hängen den da oben rein. Und jetzt den halben. Gut, dann kann das hier wieder ab. Dann haben wir es da. Jetzt müssen wir es hier noch machen. Muss mir das ja immer von oben holen. So. Kann man auch einfach so machen. Machen wir hier auch schon mal einen hin. Dübbel, dübbel, dübbel. So. Eigentlich ist der hier sowieso verkehrt. Da muss ich ja jetzt eigentlich einen so schon mal hinlegen. Damit der dann da drauf kommt, damit ich dann mit dem anderen hier hochlaufen kann. So.
Dann machen wir unser eigenes Baugerüst hier. Das klappt doch. Ja, ich weiß. Gefällt dir. Noch. Noch gefällt dir das. So, dann nehmen wir uns die nächsten zwei Stämme. Dupti-dupti-dupti-dum. Das müssen wir dann noch auf einer Seite machen und dann können wir doch oben eigentlich hoffentlich alles reinzimmern. So, dann kommt hier einer hin und dort einer hin. Dann brauchen wir nochmal zwei Stämme. Wenn man rausgefunden hat, wie man das machen kann, dann. Ne? Da kommt ein, brauche ich noch. Dann ist es natürlich auch gleich viel einfacher. So. Man erkennt aber wenigstens schon mal, dass das ein Turm werden soll. Das ist ja wenigstens schon mal die Hauptsache. So, blups, blups. Und hier auch nochmal. Blups, blups. Mr. K, lass mich durch. Denn es fängt nämlich bald schon wieder an zu regnen. Da haben wir den Regen. So, einmal hier dran. Jetzt bräuchten wir hier auch wieder einen halben. Sagt, die möchte ich jetzt noch nicht wegnehmen. Die sollen ja unten auch wieder rein. Die haben wir ja schon einmal drin gehabt. Nur schiebe ich mich selbst wieder raus. Haben wir halt nur noch nicht momentan im Repertoire, weil müssen wir ja wieder rausholen, damit wir die Dinger hier hochziehen können. So, das heißt, hier möchten wir natürlich auch einen haben. Kann ich den jetzt einfach so hochziehen? Na, zieh dich hoch. Ich hätte dich doch eben. Dann nehme ich dich halt raus. Steck da einen drauf. Wenn mir das zu blöd ist. So. Dann nehmen wir jetzt die nächsten zwei. Die kann ich dann schon mal halbieren. Die stelle ich mir dann auf. So. Weil auf der anderen Seite müssen wir ja auch nochmal zwei halbe haben. So, stellen wir mal kurz auf. Halbieren. So. Da geht schon mal. Da habe ich jetzt ein klitzekleines Problem. Den hat er hochgesetzt. Ich steck den mal hier drauf. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, weil ich muss ja jetzt erstmal den wieder abrupsen. Den darf ich noch nicht abrupsen. Dann muss der jetzt erstmal hier unten hingestellt werden. So. Dann nehme ich mir jetzt den halben und dann kann ich den da jetzt drunter zimmern. Zack. Dann darf der hier jetzt weg. Genauso wie der. Und jetzt machen wir uns das hier jetzt nochmal genauso. Das heißt einmal hier so. Na, nehmen wir uns den mit und den mit. Bauen uns jetzt wieder den Aufgang. So. Und einmal dahin. Jetzt. Dann das kleine Treppchen. Gut. Brauchen wir wieder zwei neue? Ja. Bei dem pissigen Regen.
Lieber drinnen in der warmen Bude sitzen, anstatt draußen. Aber von nichts kommt nichts, ne? Also, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, jo, geht halt nicht anders. So, dann kann ich da schon mal den halben reinsetzen, dann kann ich den anderen nämlich für den anderen benutzen. Na, nee, nicht draufhauen, halbieren. So. Na? So grutschig hier. Gut, da haben wir jetzt den nächsten. Dann kann der hier raus. Muss da rein. Kann ich den schon mal raus. Und da rein. Und dann machen wir jetzt noch den anderen halben hier. Zack. Und dann könnte ich den Rest hier benutzen, um da oben die Platten drauf zu packen. Sehe ich das da hinten richtig? Ist das ein... Nee, das ist ein Rehkitz. Alles gut. Das ist ein Rehkitz. So, kann ich ja schon mal ein paar mehr Platten draufsetzen. Komme ich von hier unten noch ran? Ne. Das heißt, mehr Platten sind da nicht drin. Kann ich aber hier schon mal so weit... Nee, das wäre jetzt Blödsinn. Doch, wir haben da was. Und das bewegt sich ganz komisch. Kurz mal in Sicherheit stellen. Was ist denn das? Euch Armbrust? Warum wechselt er meistens nicht zu dem Bogen? Ich muss mehrfach draufklicken, damit er zum Bogen... Ach, was ist das Vieh? War das nicht sogar der Babykotzer? Oh, ist das Vieh schnell. Oh, ist das Vieh schnell. Das war sogar die kurze Strecke, ja. Kommen wieder zurück zu Virginia. Die sogar jetzt schon wieder abhaut. Okay, da kommt sie wieder. Und ich dachte, ich habe jetzt hier nochmal meine Ruhe. Das war ja gar nicht so schlimm. Na gut. Es war nicht so schlimm. Es watschelte jetzt hier auch einfach so nur längs, ne? So, mal kurz ein Energy trinken. Dann nehmen wir uns noch einmal Tabletten. Dann habe ich noch 4 übrig. Das ist auch okay. 8 Mutantenrüstungen. Na, dann mache ich mich mal mutantig wieder. Okay. Ah. Weiß nicht, irgendwie machen mich die ganzen Mobs so ein bisschen kirre. Siehst du, hier war auch noch einer. So, jetzt muss ich mal überlegen. Hier wollte ich jetzt quasi sozusagen Stacheln hinsetzen. Das heißt, hier sollten ja sowieso die halben hin. So. Ja gut, machen wir so. Das passt schon. Warte, ich mach mal gleich. So. Zack. Das wird langsam ziemlich duster. Da bleibt sogar noch ein halber übrig. Nicht so cute. So. Weil da müsste ich ja jetzt eigentlich auch sowieso gucken, dass ich irgendwie da raufkomme, ne? Warum blitzt sie denn so?
Und was hat sie jetzt gestochen? Wie gesagt, die rennt hier manchmal rum, als wenn sie von einer Hummel gestochen ist oder so. Gut, jetzt müsste ich mich eigentlich von der, mit der Seilkanone. Ach, achso, das ist der Regen, deswegen sieht das so komisch aus. Jetzt muss ich mich eigentlich hier mit der Seilkanone oben drauf schwingen. Wo ich aber mal meine, dass das nicht ganz klappt. Dafür bräuchte ich jetzt ein Seil, um mich danach hochzuziehen, damit ich das da oben weiter ausbauen kann. Und dann da oben quasi. Ja. Wird noch ein bisschen tricky, das Ganze bauen. Mit Hochschmeißen und Co. Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Ich hoffe dann, in der nächsten Folge haben wir das Frauchen wieder dabei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.